Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie ich in der letzten Folge sozusagen abgeschlossen habe, brauchen wir jetzt unbedingt noch All Sand. Ich habe noch nicht geguckt, ob ich es habe. Machen wir es zusammen. Und zwar All Sand. Aber wir haben schon ein wenig was da. 3000. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Wenn nicht, müssen wir halt doch was holen. Aber es sind 6, nee, es sind 6000 Liter Öl, das ist in Ordnung. So, das heißt, wir brauchen jetzt dafür, für dieses Öl brauche ich jetzt die Zentrifuge. Die Zentrifuge ist ja momentan noch Methan, mit Methan verseucht. Das heißt, das muss raus. Bleibt schon mal da. Da kann der schon mal arbeiten. So, ich kann nur leider nichts mehr hinten reinmachen, weil der ist voll. Weil ich das ganze Methan, was ich hier drin hatte, nach hinten verfrachtet habe. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt dann die Ölverarbeitung. Das heißt, wir müssen schon mal jetzt dann hier hin. Und zwar, wir brauchen Öl. Beziehungsweise, nein, ich brauche eigentlich Fuel. Nein, Light Fuel. Light Fuel. Light Fuel hat gewonnen. So, jetzt müssen wir nur schnell mal schauen. Weil wir haben jetzt bestimmt dann auch das hier alles irgendwo noch aufgemacht. Basic Socket Assembler, genau, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Faster Steam Brewing the Industrial Way. Die Pumpe war. Ja, wo war sie denn? Man muss auf jeden Fall hier gewesen sein, bin ich der Meinung. Ja, ich merke gerade, es ist wieder viel zu viel to generate power. Nein. Das haben wir hier nicht. Working with oil. Was haben wir hier? Hier ist some oil. Simple distillation. Welcome to this quest line. This shows the path through oil processing. Thomas, all the useful items and fluids can be obtained from it. Working with this black liquid involves a lot of steps that range from LV all the way to EV and outputs that are useful as this is TSN behind. Oil is useful boost for generating power and to automate a lot of chemicals that are important for progression. Das ist ja auch, ja. As you progress, you will be able to get more of it and get it faster as well as process is in new ways that improve on the setups that you were using before. It's not a required path for progressing in pack, but it's a very useful one, should you choose to follow it. The best way to start working with oil is to extract it from the surface. Oil spouts are visible without having a dig down, and they can be interacted with by using a pump placed above them alongside a generator such as rubber. You can use some of the oil to generate this power for now. Okay. Haben wir erledigt. So, dann sagt er Hallo. Dann ist das genau. Das ist jetzt dann das, was wir fürs Öl bekommen. Sehr schön. Einmal bekommen, Tank bekommen. Oil Drilling Rig. In the MV-Tier, oil gets a big boost in this. Ja, das wollen wir noch nicht durchlesen. Hier ist some oil. Das haben wir uns durchgelesen. So, Basic Distillery. Genau. Das ist jetzt das, was wir brauchen. Und Sulfuric Light Fuel. Basic Distillery. Hab ich die schon? Bin der Meinung, ja. Genau. Die wohnt nämlich hier. War ich wieder schneller?
Ich hoffe, dass er es erkannt hat. Jawohl. Und jetzt brauchen wir Sulfuric Light Fuel. Um Sulfuric Light Fuel zu kriegen, muss ich jetzt, genau, Sulfuric Light Fuel. Also irgendwann Distillation Tower, klar. Ist halt MV. Sind wir noch nicht so weit. Und zwar Raw Öl. Dann haben wir hier den da. Das ist Öl. Zu Sulfuric Light Fuel. Das packen wir hier rein. Und schon haben wir den Weg dahin. Also Öl. 2. Und wir packen jetzt erstmal nur einen rein. Nee. Pack 2 rein. Denn wir brauchen 12, also 8000, glaube ich, reicht. Nein, 10.000, aber ich brauche 12. Für den nächsten Schritt. Der einzigste Nachteil von diesem Weg bin ich, ist meiner Meinung nach, wirklich nur die Menge. Das heißt, die Distillery läuft die ganze Zeit. Ja, also das heißt, 25 Liter, das Ding frisst halt sozusagen jetzt mal Strom weg, weil der läuft halt ununterbrochen. Darum ist irgendwann dieser Weg meiner Meinung nach der bessere, weil da brauchst du halt 1920 und dann hast du schon mal vom Öl, nee, da hast du auch nur 50. Gibt es da auch noch bessere? Muss ich gucken. Raw Oil. Ja. Da hast du noch diese 500er Schritte. Ja. Aber das geht halt erst ab HV. Muss man wissen. Ja, also ich verdoppel's auf jeden Fall schon mal mit dem ersten. Ja. Also braucht er keine 25, aber ich kriege ja dann auch mehr Produkte raus. Ne? Wir kriegen dann raus 15 Liter Sulfuric Heavy Fuel, wir kriegen Sulfuric Light Fuel, wir kriegen Sulfuric Gas und wir kriegen Sulfuric Nafta. Ja, also das heißt, Sulfuric Light Fuel wird 1:1 gemacht und das kriege ich noch nebenbei. Und das Zeug nebenbei zu verarbeiten, kann dann sogar vielleicht sogar sinnvoll sein, dass man dann da draus irgendwann Polyethylen herstellen. Sehe ich aber dann erst. Also für mich ist es erstmal, ich will, wenn ich Poly herstelle, versuchen, kein Öl zu verwenden. Wir machen Bioplastik. Ja. Weil ich finde, das will ich erstmal nur für die Energiegewinnung nutzen und dann irgendwann mal vielleicht, wenn wir es überhaupt dann noch brauchen, dann übers Öl. Oder wenn ich von dem zu viel Abfallprodukte habe, dass ich sage, okay, was will ich mit dem Zeug? Wir machen da draus dann Poly, wenn es möglich ist. Bin ich mir jetzt eben nicht sicher. So. Wir stellen gerade fleißig so viel Glidefuel her. Das ist soweit ganz gut. So, dann haben die Zellen ja auch einen Vorteil. Zack. Ist auch drin. Ist wie halt diese umgewandelte. Kriege ich bis zu 8000 rein. Muss die aber nicht nehmen. Das müssen wir nämlich dann als nächstes verarbeiten. Ich bin nur gespannt. All Drilling Rig. Ah, lesen wir das mal schnell. So, in the MV-Tier, all gets a big boost in this effectiveness and become a fantastic power gain option for anyone wanting to switch off steam. Haven't done it already. It becomes difficult to use steam as the only power source in this tier, so you should find a more reliable way to get power. Of course, you may already be using light fuel as your power source of choice. Also light fuel ist auf jeden Fall besser. Können wir mal schnell durchgehen. Den Weg. Und zwar vom Sulfuric. Ich kann ja auch das Öl nehmen. Im Semifluid ergeben 1000 Liter Öl 40.000 EU. Im Combustion ergeben
10.000 Öl, 16.000 EU. Also der Weg schon mal ganz böses Foul. Ja, also ich sozusagen, da habe ich schon mal 40.000. Der andere sind 16.000. So, jetzt gehen wir mal auf Sulfuric Light Fuel. Das kann man auch in Combustion Generator schmeißen. Das ist jetzt sozusagen das 1:1 zum Semifluid. Ja, das heißt, ich habe ihn zwar einmal verarbeitet, aber ich habe Sulfuric Light Fuel. Bekomme schon mal 40.000 EU raus. Ja, ist schön, aber ist immer noch nicht Sinn und Zweck. So, dann kann man das, muss ich nur noch rausfinden, wo? Genau, und zwar hier. Und das ist jetzt der nächste Weg, denn wir wollen jetzt dann aus Sulfuric Light Fuel herstellen. Das wird auch gleich mein nächster Eintrag hier, und zwar mit Hydrogen. Endlich kriege ich Hydro weg im Chemical Reactor. Das heißt, ich darf ihn auch nicht abbauen, weil den werden wir jetzt dann noch öfters brauchen. Und 12.000 Sulfuric Light Fuel, darum auch gerade so viel drin. Und dann bekommen wir Light Fuel raus und Hydrogen Sulfid. Ja, auf Deutsch fällt es mir gerade nicht ein. So, dann, wir gehen jetzt einfach mal hin und gehen jetzt mal da rein. Und so, und jetzt haben wir aus ein bisschen, nicht viel, ein bisschen Verarbeitung, sind wir jetzt schon mal mit 300.000 EU. Dann nehmen wir das und gehen in den Mixer rein. Und zwar mit Light Fuel und Heavy Fuel. Also müssen wir aber noch vorher das Heavy Fuel herstellen. Das müsste auch in der Distillery sein. Muss ich nur aufpassen. So, wir müssen hier hingucken. Da habe ich jetzt das Heavy Fuel drin, genau, in die Distillery. Heavy Fuel zu Sulfuric Heavy Fuel. Next way. Das heißt, ich mache aus 50 Litern, mache ich 125 Liter. Ja, also ich mache, da ist 2,5-fache draus. Für mich der beste Weg. So, dann gehen wir hin. Dann haben wir hier im Chemical Reactor auch wieder dasselbe Rezept. Ich gehe mit 8000 Liter Sulfuric Heavy Fuel und wieder mal 2000 Hydrogen rein und bekomme auch wieder Hydrogen Sulfid raus und Heavy Fuel. So, das fülle ich einfach in Zellen ab. Das machen wir ja sowieso, weil wir es ja jetzt gewohnt sind. Und dann packe ich 5 Light Fuel und ein Heavy Fuel, also das, was ich x-fach rausbekomme, brauchen wir wenig. Und das, was ich nicht so viel rausbekomme, brauche ich wenig. Ist egal. Daraus machen wir Diesel. Ich nehme jetzt mal, oder auch Fuel genannt. So, und wenn ich jetzt in den Combustion Generator reingehe, dann mache ich sozusagen jetzt nochmal aus ein bisschen mehr. 480.000 EU. Was ihr nicht vergessen dürft, geht erst ab MV. Dieses Rezept, MV. Das vorherige Rezept, LV. Haben wir ja die ganze Zeit nicht gemacht. Weil ich gesagt habe, ich habe so viel von den Chrysoid, dass mich das jetzt erstmal nicht interessiert. Aber wir kommen jetzt langsam, aber sicher in eine Situation rein, wo ich der Meinung bin, jetzt müssen wir anfangen, Light Fuel wirklich oder Diesel herzustellen, damit wir weiterkommen. Das geht bestimmt jetzt dann noch weiter und noch besser, aber so weit sind wir nicht. Also das ist jetzt für mich erstmal der Weg. Wie gesagt, wir machen jetzt aus 16.000, was das ist, in der Engine, die wir da reinschmeißen, gehen wir auf 460, 480.000 Sekunde. Energie.
Basic. Nein, das ist Gas. Oh, das habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. Das habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. Okay. Energy Old. Da haben wir es drin stehen. Und zwar, da habe ich dann drin im Diesel genau 480.000 EU. Ja, und dann macht es auch Sinn, weil dann kann man auch die MV bauen. Da habe ich dann gar nicht mehr so viel Verlust, bin ich der Meinung. Also ich kann EU per Zelle, das ist jetzt nochmal eine alte Tabelle, 426.000 EU ungefähr circa rauskriegen. Wenn ich das jetzt in brauche dafür aber, ich glaube, 667 Sekunden. So, wenn ich das ganze Ding in wenn ich das ganze Ding aber im MV mache, habe ich ungefähr 8.000, 8 bis 10.000 EU Verlust, aber habe das in 163 Sekunden. Also das ist halt einfach nur Zeit. Und Zeit ist mir das dann mal kurzzeitig wert. So, wir legen uns hin. Ich darf nämlich nicht vergessen, ich muss da noch eine MV-Maschine bauen. So, wir haben jetzt hier aber erst einmal unsere 16 Sulfuric. Jetzt, ja, und schon haben wir die Simple Distillation fertig. Jetzt gehen wir hier rein und holen uns schnell Hydrogen. Sulfuric Acid. Requires a desulfurization. Achso. Also, ich habe noch, das habe ich noch nicht fertig. Ich habe jetzt nur Sulfuric Light Fuel fertig. Und das kommt jetzt in den Chemical Reactor. Und das muss ich jetzt hier erstmal wieder reinpacken. Ich brauche um, habe ich, ich glaube, ich habe ich Rubber, ich habe ich Rubber schon hinten? Lasst mich gucken. Nein, das wird auch irgendwann einer der nächsten Tanks, dass ich dann auch mal Rubber, wenn ich das mal in einer größeren Stückzahl hergestellt habe, dass ich das erstmal in einen Tank rein verfrachte. Weil momentan muss ich es halt immer zwischenspeichern, was nervig ist. So, dann brauche ich jetzt Light Fuel und Light Fuel ist das Circuit Nummer 4. Genau, dann kommst du jetzt da rein. Du kommst jetzt dann, aber Vorsicht, mit deinen 12 da rein. Können wir das da schon mal hier rein verfrachten? Ja, und ich darf ja nicht alles hier reinhauen in die Distillery, weil da muss jetzt das Heavy Fuel rein. Und ich glaube, das war auch der Weg mit. Nein, das ist mit Nummer 1. Okay. Da müsst ihr nämlich aufpassen. Es kann jetzt natürlich sein, dass dich. Nein. Haha. Doch, ist so. Jetzt hätte ich es gewusst. Also es das heißt, ich brauche noch eine zweite Maschine. Die habe ich ignoriert. Ich brauche noch eine. Ad Ups, da muss ich nicht hin. Da muss ich hin. Ich brauche noch eine Advanced Distillery. Also ich brauche die und die. Ja, und wenn ich die, also sozusagen, wenn ich die jetzt hier abmache, dann sieht man, dann zeigt er mir es an. Wenn ich sie hier abschreibe, dann zeigt er mir auch das Rezept an, was cool ist. Genau. Also das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal vier Circuits. Und das wird jetzt auf jeden Fall interessant, ob ich die hinkriege.
Das heißt, ich brauche jetzt erstmal nochmal Dioden. Das brauche ich Molten Glass. Ja, dann kann ich auf jeden Fall hier schon mal das Öl weiterlaufen lassen. So, du gehst dahin, du gehst dahin, danke. So, und hier habe ich doch auch noch Öl drin, genau. Kommst du auch noch rein? Danke. Dann brauche ich jetzt von dir. Gott sei Dank. Sogar nur eine Zelle. Ja, aber da macht er wieder nur 144, da macht er jetzt dann 4752. Das heißt, ich brauche jetzt bei dir wieder mal dieses Mold Glass. Tun wir auch gleich vier Stück rein. Dann brauche ich jetzt von dir wieder mal acht. So, du kommst hier rein. Und dann brauche ich von dir noch davon zwei. Korrekt. Und den Circuit Nummer 4. Sehr schön. Dann laufen da jetzt auch wieder zwei durch. Oder vier durch. So, dann kann ich noch mal schnell was gucken. Und zwar, ich wollte mir mal anschauen, was brauche ich, um das da herzustellen. Dafür brauche ich Sodium-Persulfat. Für Sodium-Persulfat brauche ich Sodium-Persulfat. Wahnsinn. Habe ich noch nicht. Aber das macht man im LV Chemical Reactor. Mit Sulfuric Acid und Salz? Nein. Denn wir machen das so, mit Sulfuric Acid und Sodiumhydroxid. Dafür ist mir das Salz zu wertvoll. Noch. Wenn ich das tonnenweise habe, ist es mir egal. Aber ich habe es momentan noch nicht tonnenweise. So, um Sulfuric Acid habe ich das schon. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, was ich daraus bekommen habe. Oh, wir drehen uns Kreis, Kreis, Kreis. Round, around. Hydrogen. Sulfuric haben wir bekommen. So, Sulfuric Acid. Sulfuric Acid. Kriege ich das nur im Großen oder was? Das wäre natürlich nicht gut. So, Sulfuric Acid. Wie kriege ich dich? Im Chemical Reactor. Zink? Nein. Sulfuric Dioxid? Nein. Wasser und Sulfur? Nein. Wasser? Nein. Sodiumsulfat. Was brauche ich, um Sodiumsulfat herzustellen? Mir egal. Nein, nein, nein. Ah, okay. Also habe ich noch einen Zwischenschritt. Ich brauche dann Diluted. Das heißt, wir gehen jetzt in unsere Chemie-Ecke rein. Also,
Das heißt, ich habe jetzt hier Wasser und Hydrogensulfid. Da bekomme ich davon 750 Stück raus. Okay. Das da packen wir jetzt erstmal schön brav auf die Seite. Wir hoffen, dass wir jetzt noch ein Klingelingeling hören. Nee, wir hören es nicht, weil wir noch einen Basic Chemical Reactor brauchen. Also den da. Genau, jetzt haben wir das Klingelingeling gehört. Gut. Basic Combustion Generator, gleich zwei. Ja, schön. Ich wollte auch gleich sowieso zwei bauen beim letzten Mal. Schön, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt will er es von mir selber. Warum auch immer. Ja, und da will es jetzt dann cracken. Ah, für Early Ethylene. Ja, da kenne ich aber für mich. Also ich habe da meinen besser, also meinen anderen Weg. Habe ich hier auch schon drin. Sozusagen, wir gehen über die Biomasse. Also wir stellen sozusagen über den Plantball Wasser zu Biomasse her. Dann machen wir aus der Biomasse Ethanol. Dann machen wir aus Ethanol und Sulfuric Acid. Also das Zeug, was wir jetzt sowieso gerade herstellen. Ethylen. Und dann über Oxy und Ethylen machen wir dann Molten Polyethylen. Das wird unser Weg. Also ich will da nichts cracken. Also ich hab bis jetzt aus dem Weg für mich noch nichts Sinnvolles erkannt. Ich habe da jetzt auch nicht gesehen, dass das mehr wird. Weil, wie gesagt, Biomasse, ja, hat ja den Vorteil. Ich bekomme dann schon mal Methan raus. Ich bekomme raus die vier Produkte, wenn ich den Rubberwood halt so zerlege. Ja, dann hab ich sowieso dieses Zeug hier, dieses den Plantball. Und dann ein bisschen Wasser kriegst du Biomasse raus. 180 Liter. Es gibt noch bessere Möglichkeiten, klar, aber ich habe gesagt, das reicht auf jeden Fall. Dann nimmst du 40 Liter Biomasse, haust den in die Distillery und bekommst die Hälfte Ethanol raus. Mit Rum bekommst auch die Hälfte raus. Und alles andere ist schlechter. Da hast du zehn, da kriegst du, also das ist das Zehnfache, was du brauchst. Da ist es noch schlimmer. Auch schlimm, auch schlimm. Verwendete Biomasse, das ist das, wenn wir irgendwann den Pyrolyseofen haben, kann es sein, dass wir dann den Weg gehen. Aber kriegst du auch nur 150 Liter raus. Ist jetzt auch nicht Bombe, ne? Beim anderen hast du 50%, bei dem hast du ein bisschen mehr, 15% oder so. Ist doch nichts, das ist ein Viertel. Da ist die Hälfte. Da ist also wieder das Problem. Läuft halt die ganze Zeit und braucht aber nicht lang. Und da wollen wir ja eigentlich auch noch heute hin. Das wird auf jeden Fall interessant. Also, ob ich das alles zeitlich schaffe. Mit deinem Gequatsche nicht. Ja. Dann quatschen wir mal nicht. Dann machen wir mal weiter. Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Dioden schon mal, meine vier Stück. Dann gehen wir mal in unseren Elektrobaukasten jetzt rein. So, und dann gehen wir mal in unseren Circuit-Baukasten rein. Und zwar, ich brauche und finde nichts. Blindfisch. Wo ist das Circuit? Da. Da ist das Circuit. Genau. Und zwar kann man ja auch im Assembler herstellen, aber funktioniert nicht so wirklich. Also, aber das da ist eigentlich das Rezept, das was gewonnen hat. Ah, da blinkt er öfter.
kriegt man ja fast einen Augenflip. Genau. Und dann brauchen wir gleich noch in zwei, nicht in HV. Das wäre ein bisschen übertrieben. Dann brauchen wir den Gut. Ist dann der hier. Und der kommt dann auch noch hier rein. Und dann brauchen wir das Rezept. Genau. So, das Schöne ist jetzt aber, wir haben jetzt auch hier die GregTech Circuits. Ja, wir gehen jetzt mal dahin. GregTech Circuits. Ja, also ich brauche ein Circuit Board. Ich brauche entweder die Resistoren oder den SMD-Resistor. So, SMD-Resistor ist machbar aus Carbon, feinem Elektrowire und Polyethylen. Also ihr wisst, warum das wir jetzt dahin müssen. Weil das da ist, kostet fast nichts. Ja, nur Zeit. Und wenn wir genügend Polyethylen herstellen, dann ist es auch uns egal. Ja, weil das wird alles günstiger mit Plastik. Darum müssen wir dahin. Ja, und Red Alloy Wire. Oder diesen Flüssigkeiten. Und dann bekommt man das raus. Das Schöne ist, es gibt aber nicht nur sozusagen diese, also das sind ja die Tiers, also das ist ULV, das ist MV. Das ist also einen davor, einen danach. Aber es gibt noch andere LV-Tiers. Also man kann auch noch den LV bauen aus dem da. Wobei, okay, den kannte ich nicht. Aber der Integrated Logic Circuit. So, und dann heißt es, man braucht ein Circuitboard, das ist klar. Den SMD, den kennt man ja auch. So, dann kriegt man einen Integrated Logic Circuit raus. Also braucht man noch. Das heißt, wenn ich den dann, das ist jetzt dann sozusagen die Verarbeitung vom Wafer. Und wie man sieht, ne, man bekommt aus einem Wafer, also dieses Rezept, ein Wafer. Er gibt diesen Logic Circuit Wafer und aus einem monokristallinen Silizium kriegt man 16 raus. Also das heißt, man bekommt 16 Wafer. Das heißt, ich könnte jetzt maximal davon 16 Stück machen. Wenn man sagt, ich mache jetzt immer einen und den mache ich komplett verarbeite ich in eine Linie. Das ist halt alles ab MV. Und den verarbeite ich dann nochmal weiter, bekomme ich 8 Stück raus. Das heißt, ich habe zwei Stacks Logic Circuits, ja, was ich aus sozusagen einen von diesen Silikon-Dingern da rauskriege, als Silizium. Ja, und dann braucht man noch eine SMD-Diode. Das ist auch Wafer, vor allem mit Plastik, wird es halt auch billig. Und ich brauche kein Gallium mehr. Das ist ja auch das Wichtige. Ich glaube, das Gallium brauche ich, glaube ich, für Silizium. Also das heißt, man braucht viel, 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 viel weniger. Genau, da wollen wir hin. Daran wollen wir hinaus. Genau. So, aber ich will jetzt erst einmal schauen, was wir dafür brauchen. Und ich hätte jetzt gesagt, bevor ich jetzt den Fuel herstelle, dass ich jetzt erstmal das mache, versuchen wir jetzt erstmal an Poly ranzukommen. Da habe ich ja auch gesagt, da wollen wir ja hin. Das heißt, ich brauche jetzt die Brewing Machine mit Wasser. So, das heißt, wir gehen jetzt als allererstes hin und schmeißen Clay Dust hier genau in den Extruder rein, vor allem, nein, hier rein, damit wir ein bisschen Wasser rauskriegen. Haben wir dann 16.000 Liter. Wir gehen nicht an den Tank hoch, sondern wir produzieren uns das und wir quetschen das Clay aus, dass wir auch gleich unsere Produkte noch rauskriegen und unser Wasser. Einmal haben wir 16.000. Dankeschön. So, jetzt hoffe ich,
Die Brewing Machine dürfte ich haben. Ich weiß noch nicht, ob ich sie aufgebaut habe. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie gebaut habe. Weil ich glaube, die war hinten dran, ne? Genau, die Basic Brewing Machine. Creosote Oil. Du hast noch einen. Du bist leer. Hau rein. Können wir am meisten da gebrauchen. Dann gehen wir mal schnell hinter. Und holen mal noch mal ein bisschen Treibstoff. Ah, und wie gesagt, das wird jetzt dann halt immer peu à peu dann weiterverarbeitet. Weil irgendwann können wir Creosote Oil nur noch zu Lubrikant verarbeiten. Oder zu anderen Produkten, die ich noch nicht im Kopf habe. Ja, aber ich habe ja auch schon wieder Block of Charcoal hergestellt. Also Stahl kann ich produzieren wie ein Weltmeister. Ich komme nur nicht dazu. Du gehst da rein. Und du gehst da rein. So, jetzt gehen wir, haben wir die Brewing Machine. Da wollen wir jetzt dann Wasser reinplacken. Weil wir die Biomasse herstellen wollen. Und ich brauche keinen Circuit. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir machen jetzt hier mal 8 Wasser rein. Und dann gehen wir hier hin und stellen auf jeden Fall schon mal den Plant Bowl zur Verfügung. Dann kann der schon mal arbeiten. Und ich merke gerade, der Erklärbär hat ganz schön Zeit gefressen. Aber das ist ja das Wichtigste, ne? Ich habe jetzt natürlich die große Zelle, ne? Die, wo jetzt am meisten Sinn macht, habe ich jetzt weggeräumt. Ist klar. Aber ich merke gerade, der braucht halt 72 Sekunden, bis der halt gerade mal was herstellt. Könnten halt andere Wege dann schneller sein. Ist klar. Ja, der braucht zum Beispiel nur 60 Sekunden. Wie gesagt, ich habe da schon Rezepte gesehen, die hauen da weitaus mehr raus. Aus 1 funktioniert leider nicht. Na, also da komme ich jetzt zum Beispiel mit Mulch, den ich jetzt auf 375 komme. Bräuchte ich aber destilliertes Wasser. Ist jetzt noch nicht meins. Ja. Oder ich habe Kompost. Müsste mal jetzt dann Kompost herstellen. Dirt und Wheat. Okay, steht das auch her? Das ist gar nicht mehr so teuer. Das heißt teuer, zeitaufwendig. Aber ich finde, mit Fruitjuice kann man es auch noch verbessern. Aber ist egal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall 180 Liter. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Biomasse. Das heißt, wir tun jetzt dann den in die Distillery LV. Da ist jetzt Sulfuric Light Fuel drin. Dafür brauche ich ein Circuit Nummer 1. Dann kommst du da rein und du kommst da raus. So. Dann stopfe ich dich hier rein und tu dich mit denen. Ja. Halt. Die ist momentan leer. Super. Weg. So. Wir brauchen jetzt wie viel Ethanol, um Ethylen herzustellen? Wir brauchen. Ja, ich brauche noch Sulfuric Acid.
Ja. Ja, das ist der beste Weg. Das heißt, ich brauche jetzt Hydrogensulfid und Wasser im Chemical Reactor. Genau, haben wir schon. Wenn da alles so einfach wäre. Einzigste Problem, was ich jetzt dann da habe, ist, dass ich es erstmal da rauskriegen muss. So, dich packe ich auch wieder da rein. Packe ich dich da hinten. Und dann kommst du. Ah, schaut mal, 360 Liter haben wir schon. Das ist sehr schön. Ah, aber wie gesagt, das kann ich die ganze Zeit. Ja, das geht nicht. Das kann ich wirklich die ganze Zeit laufen lassen. Also das heißt, irgendwann komme ich zurück und ist einfach nur voll. Ja, muss ich halt entweder, wenn das irgendwann dann sauber unten läuft, ist da ein Wasseranschluss dran. Das heißt, da brauche ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Dann kommt auch vielleicht ein Konvoiermodul hin und der zieht automatisch die Plantballs rein. Das kann man sehen, aber ich finde, wenn dann 64 Stück auf jeden Fall durch sind oder dann sogar mit Hopper, egal. Ist alles egal dann. So, nochmal Biomasse. Also da braucht der länger. Also, aber man kann ja auch hingehen. Und das ist ja das Schöne am LV. Also ich kann natürlich jetzt sagen, okay, mir egal, ich habe die Zeit, ich lasse die Brewery laufen. Ich kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit, rechne mir das aus. Die Brewery braucht 72 Sekunden mit diesem Rezept. Das ist jetzt erstmal mein Standard. Der hier braucht, um Ethanol herzustellen, 0,8 Sekunden, also eine Sekunde. Okay, 72 Stück davon aufzubauen, wäre jetzt ein bisschen aberwitzig. Ja, aber man könnte es jetzt so hingehen, ne? Oder man sagt, okay, man baut sich jetzt halt dann eine MV, weil dann ist das halt auch nochmal Halbierung der Zeit. So, wir kriegen es auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen weg. 440 Ethanol haben wir. Dann lassen wir das mal laufen. Weil das geht schnell. Wir brauchen ja aber noch einen Chemical Reactor in der nächsten Stufe. So, und da wollen wir ja den Circuit Assembler einsetzen. Deswegen auch schnell die elektronischen Sachen daraus gesucht. Das heißt, wir haben das. Wir brauchen jetzt eine Diode. Die haben wir. Wir brauchen Copper Wire. Da lasse ich erstmal das drin und nehme mir mal da was raus. Nehmen wir uns 8 Stück raus. Kommen wir auch rein. So, dann brauche ich Soldering. Das verflüssigen wir mal. Kommst du auch da rein? So, und was fehlt mir jetzt noch? Jetzt fehlt mir noch das Board. Und mir fehlen noch zwei Circuits. Beziehungsweise ich brauche vier. Ups, zu weit. Und ich brauche noch das Board. Dann nehmen wir jetzt da mal 4 Stück. Dann haben wir 8. Auch 16.
Das heißt, ich muss demnächst nochmal Gold durchjagen, weil es wird auf jeden Fall nochmal so gemacht werden müssen. Vermutlich. Wie gesagt, andere Material habe ich schon irgendwo rumfliegen. Weiß schon gar nicht mehr wo. Eventuell in der Kiste. Ja, taucht wieder auf. Früher oder später. Danke. So, eins, zwei. Haben wir das auch? Was brauchen wir noch? Hammer, hammer, hammer. Schmeiß mal rein. So, dann lassen wir unseren Circuit Assembler das erste Mal laufen. Und ich finde günstiger. Ja, wenn wir jetzt doch die Boards hier billiger machen und da dann Polyethylen haben, wird es noch günstiger. Und darauf arbeiten wir ja gerade hin. Aber ich glaube, habe ich jetzt noch Galliumarsenid? Nein. Das müsste jetzt alles weg sein. Das ist jetzt dann, glaube ich, mein Hauptproblem. Dass ich das jetzt halt erst noch brauche. So, ich habe auf jeden Fall dich habe ich schon mal gebaut. So, wir wollen jetzt ja dahin gehen. Wir brauchen ja den Chemical. Du kommst nach unten. Du kommst daneben. Dann brauchen wir einen Bronzerotor. Dann brauchen wir Glas. Das Glas ist das wenigste Problem. Die haben wir hier. Dann brauchen wir einen Rotor. Das ist eher das Problem, dass ich keinen Platz habe. Rotor fürs Mold oder für ein Shape. Haben wir das auch? So, dann war das Glas, Glas. Du warst da. So, vom Kupferkabel war das, glaube ich, hier. Und jetzt brauche ich noch einen Motor. Und den Motor habe ich sogar auch noch übrig. Jetzt habe ich einen Advanced Chemical Reactor. Was Bombe ist. So. Dann kommt jetzt einmal hier die Batterie raus. Da kommst jetzt du daneben. Und du kommst hier daneben. Weil mir reicht es hier, wenn ich mit, also den da kann ich mit der Batterie arbeiten lassen, den nicht. So, dann heißt es jetzt, du drehst jetzt mal auf die Seite. Das heißt, jetzt kann ich nämlich mehrere Sachen machen. Ich kann jetzt die nächste Verarbeitung machen. Und wir schauen mal, wie viel das er bis jetzt geschafft hat. Genügend. Ich glaube, ich habe eine Zelle hinten liegen lassen. So, 900 Liter Biomasse. Molten Rubber habe ich liegen lassen. So, und ich packe ich gleich mal hier rein, weil ich brauche dich nicht die ganze Zeit rumschleppen. Und das Heavy Fuel auch nicht. So, wir haben jetzt 900 Liter Ethanol. Liter wäre super. Eigentlich sind es ML. Milliliter. Ja, wobei das. Ich glaube, das Thema hatte ich schon 327.000 Mal gefühlt. Ja, aber ein Putzeimer hat halt keinen. Ich kenne die Putzeimer, die, wo man halt so zusammenfalten kann. Da gibt es auch welche, die wo nur einen Liter fassen.
Aber dann ist Spielzeug oder das kannst du gebrauchen, wenn du irgendwie das brauchst, zum Beispiel für, wenn man malt oder so, dann sehe ich das ein, dass man da so ein kleines Wasserbehältnis daneben hat. Aber wenn ich einen Eimer zum Schöpfen nehme, ne, dann nehme ich keinen 1-Liter-Eimer. Das ist ungefähr so wie das eine Märchen, wo du den See ausschöpfen sollst mit dem, wie heißt das Ding? Mit dem Fingerhut. Ja, also dann nehme ich einen 10-Liter-Eimer. Wenn ich dann, wenn ich jetzt dann denke, dass es ein, du brauchst es dann davon 10 Liter, ja, Prost Mahlzeit. Nein, ich muss noch einmal warten. Es hat nicht gereicht. So. Deluted. 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 Wir gehen wieder dahin. Sulfuric Acid. Ja, die Distillery bräuchte auch nur. Bräuchte es eigentlich nur 20 Liter. Fertig. Das ist sehr schön. Er hat alles weggekriegt. Ich kann mein Ethanol rausnehmen. Ich kann jetzt hier mein Diluted reinpacken und bekomme jetzt hier Sulfuric Acid. Das ist doch schön. Mein Hauptproblem wird nur sein, ich werde bestimmt mehr, ich werde bestimmt 1000 Stück brauchen. Für den nächsten Schritt, oder? Ne, ich habe Ethanol, habe ich schon. Ich brauche jetzt Ethylen. Ethylen ist, ja, genau. Ich habe nur 480. So, ja, ich habe 12.000 Light Fuel, aber ich habe noch. Ja, hätten wir mal weiter Öl verarbeitet, hä? Aber ich glaube, ich habe alles Öl verarbeitet. Ja. Aber ich kann jetzt gleich mal meine Leiter machen. Zu meinem Turm laufen. So viel kriegen wir noch hin. Ah, aber jetzt sind wir halt in den Bereich angekommen. Ja, wo man halt, ja, nicht mal in 40 Minuten was schafft oder in der Stunde. Vor allem, wenn man was vernünftig erklären will. Und ich glaube, ich habe das mit dem Strom oder irgendwann mal gesagt, vor langer, langer Zeit. Ich glaube, das habe ich auch nicht mehr seitdem erklärt. Es kommt auch noch mal. Ja, weil der Vorteil ist von diesen Treppen, die brauchen nicht unbedingt Gerüst. Also da muss nichts an der Wand sein. Die können auch frei schwebend umgestellt werden. Die sind super. So, ich habe 23 dabei. Dann können wir auch an den Bienen nochmal vorbei hüpfen. Und ja, ich muss einmal hüpfen, sonst kommt, oder? Nein, ich muss nicht mehr hüpfen. Ich muss einfach nur laufen. Okay, wir laufen zum Bienen. So. Weiß, dann habe ich es wenigstens auch mal gemacht. Sehen wir auch gleich mal, wie viel das dann rausgekommen ist. So, du kommst dahin, dahin. Nicht?
Willst mich doch verarschen. So viel zu muss nicht an der Wand stehen. Doch, wenn ich sie. Okay. Man hält es leider nicht. Wenn es jetzt mittig wäre, dann geht es, glaube ich, gehen. Frage ist beantwortet, man kriegt 16.000 Liter. Kann die Pumpe halten? Und ich habe fast keine Batterien verbraten. Ja, das ist jetzt halt leider noch der Flaschenhals, den wir jetzt haben. Dass wir jetzt halt von jeweiligen Maschinen halt immer nur ein oder zwei Exemplare haben. Aber meistens nur eins. Und da dann mit Stromproblemen auch noch rumeiern. Aber kriegen wir alles gelöst. Ja, weil wie gesagt, wenn ich jetzt das dann alles soweit habe, dann läuft das schon mal. Und dann, wie gesagt, demnächst dann auch der Miner mit vier Batterien, der steht dann im Nether. Wobei ich da mir nicht ganz sicher bin. Zwei war das, glaube ich, ne? Ja. Ob ich da den LV benutzen sollte oder ob ich da warte und mir den MV mache. MV hat. So, ich gehe mal schnell dahin. Weil der LV hat halt. Der Basic Miner hat. Braucht 8 Sekunden für einen Block. Und hat eine Area von 17 mal 17. Also das heißt, der Block 8 links, 8 rechts, 8 nach vorne, 8 nach hinten. Gut, dass man gerade mal die Finger nicht gesehen hat, weil hinten ist vorne und vorne ist hinten. Genau. Wenn wir jetzt aber halt den MV machen, dann haben wir dann schon mal 33. Ne? Und dann sind das schon mal 16. Und alle 4 Sekunden. Problem, um den Good Miner zu bauen, den wir jetzt schon hinkriegen. Aber um den Good Miner vernünftig zu bauen, weil ich ja auch HV-Batterien, weil ich ja dann auch Batterien brauche und zwar davon 4 Stück, das sollten wir auf jeden Fall Poly haben. Aber ich könnte mich gerade ärgern, dass ich jetzt viel zu wenig Sulfuric Light Fuel habe. Weil ich brauche halt, ja, 480 Sulfuric Acid habe ich. Ja, also man verliert halt einiges. Was brauche ich denn da? Na, da habe ich leider keinen drin. Was brauche ich für dich? Ich brauche eine Elektropumpe. Kriege ich dich hin? Wrench und Tin Cable. Okay, Tin Cable ist kein Problem. Wo setzt der hin? Wrench ist auch kein Problem. So, haben wir eine Pumpe. Dann brauchen wir einmal Huge. Davon brauche ich 6. Okay. Wie viel Clay haben wir? Genau, waren 24. Wir werden es gleich wissen. Hey,
hat sich schon in mein Unterbewusstsein eingebrannt. Okay, das wäre noch cooler. Geht es eigentlich? Ich habe zwar die Bezweiflung, nein. Nein. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir zwei Stahlplatten, eine Eisenplatte. Einmal Eisen, zweimal Stahl. Bein, Bein. Viermal Bronze. Das heißt, wir müssen da auch wieder was herstellen. Werden wir alles erledigen bis zum nächsten Mal. Ich werde auch dann beim nächsten Mal so viel von dem anderen Zeug hergestellt haben, dass wir dann das Polyethylen auf jeden Fall herstellen können. Aber wir können jetzt schnell noch wenigstens das Problem mit dem Öl dann ein bisschen lösen. Wenn man einmal rennt, ne? Dann kommt man den kompletten Gang entlang, wenn man einfach nur hüpft, nicht. So, und jetzt heißt es nämlich für mich, du kommst weg. Du kommst hin. So, und ab jetzt kann ich da, habe ich jetzt dann 72. Ja, und dann kann der nämlich auch schön brav arbeiten. Auf welche Ebene sind wir eigentlich? 73. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auch nochmal Mining Pipes bauen müssen. Aber wir können auf jeden Fall genügend Öl, also genügend Light Fuel, Sulfuric Light Fuel herstellen. Ja, wobei, ja doch. So, auf jeden Fall genügend dabei. Das heißt, der kann arbeiten. Ich muss noch zwei Durchgänge auf jeden Fall mit dem Ding hinkriegen, dass wir genügend Material haben, dass wir da die Zelle hier voller kriegen. Ich werde auf jeden Fall hinten weiterarbeiten lassen. Das heißt, ich kann jetzt auch dann etwas mehr Clay Dust durchjagen, damit wir genügend Wasser kriegen. Aber der arbeitet auch sauber. Wie gesagt, aber haben wir nicht vorher gemacht, also machen wir es zusammen. Hab ich schon ein paar Mal jetzt zwar vorweggenommen, aber war nicht gut, bin ich der Meinung. Dort haben wir schon mal 12. So, du kommst da rein. Ich finde immer, wenn man was zusammen gemacht hat, ne, dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn man es dann auch mal nebenbei macht. Aber das sollte jetzt nicht halt da die Regel sein. So, da die 2. Light Fuel. Davon die 4. Okay. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt insgesamt rausbekommen, was haben wir jetzt gesagt? 750? So. Da 480. Und ich brauche 1000. Ja, wobei ich habe noch die Looted übrig. 30 Millibuckets. Aber wir lassen den jetzt wie gesagt laufen. Hauen mal das ganze Öl durch. Hauen da ein bisschen was durch und dann freuen wir uns drauf, dass wir dann auf jeden Fall auch genügend haben.
dann haben wir von dem genügend und und. Und wie man gesagt, das dann aufbaut, dass wir dann davon Supertanks füllen können. Von allen Sachen, die man halt richtig viel braucht. Das werden wir auf jeden Fall dann auch noch zusammen mitkriegen. Na, den lasse ich jetzt laufen. Und die Folge wird jetzt aber nicht mehr weiterlaufen, denn wir sind zeitlich wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.